Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miniost. Ich habe das letzte Rüstungspaket besorgt. Mich sogar mit halbwegs vollen HP hierher gekämpft und ja. Jetzt geht's, jetzt muss es klappen. Geht nicht anders. Wenn nicht, muss ich mich in die Ecke stellen und mich schämen oder so. Laser nicht vergessen, der macht ja ordentlich Aua. Nicht runterfallen, das kommt nicht gut. Bam, 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 bam. Werden sogar schon Gegner gespawnt von den Dingern hier. Aber das sieht doch schon sehr gut aus. So, ein paar Treffer noch. Komm schon. Yay! Ja, böser Computer wurde besiegt. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den bösen Computer zerstört. Nun ist es Zeit, es zu für den Report. Ach, keine Ahnung. Dein Boss wird sich freuen. Boss, der Computer ist Geschichte. Ach, die Zeichner sind so süß. Gut gemacht, Ghost. Piep, 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 piep. Mr. Smith, wir haben Ihr Computer disconnected. Excellent. Wir überprüfen es gerade. Aber was soll hast du getan? Du solltest ihn entkoppeln. Ich sage einfach disconnecten. Weiß gerade nicht die passende deutsche Übersetzung. So, dass sie ihn disconnect nicht zerstören. Jetzt schulden sie mir 200 Millionen Credits. Ist das klar? 200 Millionen Credits. Ach du meine Güte. Das war ein schlechter Plan. Von ihm. Eindeutig. Ja. Nee, nee, nicht auf Ghost schieben. Bist selber schuld. Dass du es Ghost nicht besser gesagt hast, ja. So, Epilog. Victor hat es irgendwie geschafft, aus der Situation rauszukommen. Wie immer. Bezüglich Ghost. In der Zukunft wird ihr Service, also wird so gebraucht bei jemanden von Jacker? Ich nehme an, ja, dass das ein J sein soll. Aber das ist eine andere Geschichte. Bezieht sich wahrscheinlich auf Ghost 1.0. So. Meine Person hat das gerade mal erstellt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man echt nichts sagen. So, gibt's noch. So, meine Achievements. Guck mal auch nochmal. Den Geheimraum habe ich gefunden. Den muss man ja sogar finden. Sonst hätte ich den Computer nicht abschalten können. Beat the game without dying. Ja. Nein. Das wird nichts. So, das ist einfach Fortschrittszeugs. Beat game. Alles gekauft, alles gefunden, yay! Ich habe dann auch noch Doppel-XP gefunden bei der Geldsuche. So, das war auch Fortschritt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gibt bestimmt Leute, die einfach so durch das Dunkle rennen können. Oh!
Cool. Immerhin etwas geschafft. Zerstöre einen Boss in weniger als 40 Sekunden. Oh. So. Und da, dass ich alle HP bekommen habe, genau. So. Irgendein Item in weniger als 16 Sekunden aufsammeln. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Troll-Friend, yeah. Unbedingt. Spielt nur leider keiner aus meiner Steam-Liste das Spiel. Na, egal. So, Speedrun, nee, schaffe ich auch nicht. Ich bin viel zu ungeschickt für Speedruns. Ohne Secondary Weapons, ja, das ist machbar, macht aber wenig Spaß, finde ich. So, ohne Stern, ohne Doktor und ohne Speichern. Ach du meine Güte. So. Postzone 1 erreichen, ohne jemanden zu töten oder getroffen zu werden. Speichern wir natürlich nicht erlaubt. Ich natürlich auch nicht. Die Bosse ohne getroffen zu werden schaffen. Interessanterweise steht hier Status to be done und nicht failed. So, zerstöre den Boss mit einer Rakete. Zerstöre den Boss mit einem Laser und mit einer Mine. Ich nehme an, dass das dann nur der letzte Hit ist, weil man kann die ja nur dreimal mitnehmen. Nettes kleines Extra brauche ich jetzt aber nicht. So, mal gucken. Hui. Schon noch gar nicht so viele drin. Hab gedacht, die Liste ist jetzt schon riesig lang. Eine halbe Stunde? Nicht schlecht. Ah, man kann sich dann sogar das Video von angucken. So, da, sogar mit Regeln. Ah, okay, man muss dann das Video da noch hinterher schicken. Das heißt nicht automatisch, okay. Das finde ich vernünftig, genau. Damit niemand schummeln kann und sich irgendwie in die Liste hackt. Minimum Size 303. Da kann man dann den Timer anzeigen. Gibt sogar einen Level-Editor. Achso, man muss die Maus benutzen. Aha. Ich guck nochmal. Mobs, Tiles. Items. Ist ja cool. Ui, das ist auch cool. Boah. Und Start-Items. Kann man natürlich auch machen. Oder speichern. Kurzer Zeit. Und dann alles tot. Und dann alles geben. Und dann ist das hier wahrscheinlich zum Speichern. Cool. Dann kann man das noch. Charakter-Editor gibt es dann auch noch. Oh Gott. Ach so, für die einzelnen Animationen dann das passende Gegenstück. Aha, cool. Einfach und gut. Gefällt mir. Auch wenn ich jetzt keine Lust habe. Was zu basteln? Okay. Trollfreund. Ich kann meine Freunde nicht trollen. Kann ich eigentlich? Ja, hier, genau, eine Workshop-Map. Aber die habe ich gerade noch runtergeladen.
Naja. Na gut. Ein schönes kleines Spiel. Wenn man nicht ganz so ungeschickt ist wie ich, dann ist man auch wahrscheinlich ja, so 2 Stunden am Anfang zum Entdecken durch. Das ist halt Mini, ne? Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Und hat auch nichts gekostet am Ende. 2 Euro. Es war absolut lohnenswert. Kann ich nur weiterempfehlen. So. Ja, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu erzählen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, irgendwann geht es mit irgendeinem anderen Spiel weiter. Mal gucken, welches ich da finde. Vielleicht spiele ich auch irgendwann mal dann hier Ghost 1.0. Hab jetzt schon ein bisschen Lust drauf bekommen. Ja, aber das ist denn was für später. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.